Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung. Show and Tell. Stadtforschung aktuell. Das Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung ist die interdisziplinäre Koordinationsplattform für Stadtforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit 2005 bietet das Zentrum eine Plattform für die vielfältigen Aktivitäten im Bereich Stadtforschung an der Humboldt-Universität. Forschungsprojekte aus den Bereichen der Geographie, der europäischen Ethnologie und der Stadtsoziologie konzentrieren sich auf die Fragen urbaner Transformationen, städtischer Unsicherheiten und stadtbezogener Ungleichheiten. Show and Tell gibt einen Einblick in aktuelle Forschungsprojekte am Georg-Simmel-Zentrum. Heute vom Stadtumbauschwerpunkt zum Einwanderungsquartier. Kannst du dich und dein Forschungsprojekt kurz vorstellen? Mein Name ist Nihat El-Kayed. Ich leite das Teilprojekt Bewohnerschaft und Migration in dem größeren Projekt Stadt und MIG am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität. Und das Projekt Stadt und MIG ist ein größeres Kooperationsforschungsprojekt zwischen verschiedenen Forschungseinrichtungen, zum Beispiel dem IRS in Erkner, dem IOR in Dresden, der BBSM. Außerdem haben wir noch drei kommunale Partner, das ist die Stadt Schwerin, die Stadt Halle und die Stadt Cottbus. Und in dem Teilprojekt Bewohnerschaft und Migration, was am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung angesiedelt ist, arbeiten außer mir noch Leonie Kess-Kinkelitsch und Anna Wiegand. Die Gesamtprojektleitung von dem sozusagen großen Kooperationsforschungsprojekt Stadt und MIG hat Matthias Berndt am IRS inne. Welche Fragen willst du mit der Forschungsarbeit beantworten? Wir forschen in dem Projekt in drei Großwohnsiedlungen in ostdeutschen Städten. Das sind Großwohnsiedlungen, die seit den 1990er Jahren vor allem durch Bevölkerungsrückgang geprägt waren, in dem Zuge eben auch von Stadtumbaumaßnahmen, wo Häuser zurückgebaut wurden. Und seit 2015 gibt es eine relativ neue Entwicklung in diesen Großwohnsiedlungen, dass sich dort sozusagen zunehmend Geflüchtete ansiedeln. Das heißt sozusagen, die Bevölkerung wird durch die Fluchtmigration seit 2015 zunehmend migrantischer und dadurch stellen sich eben auch neue Fragen, was Stadtentwicklungsprozesse angeht, aber eben natürlich auch Fragen im sozialen Zusammenleben in den Quartieren oder was Konflikte angeht, neue Infrastrukturbedarfe. Und das sind Fragen, die sozusagen das Projekt insgesamt verfolgt. In dem Teilprojekt Bewohnerschaft und Migration, was wir am BIM durchführen, konzentrieren wir uns eben vor allem auf die Perspektiven von unterschiedlichen BewohnerInnengruppen in den Stadtteilen, wie die sozusagen, welchen Blick die haben auf dieses sehr im Wandel befindliche Stadtquartier, welche Infrastrukturbedarfe verschiedene BewohnerInnengruppen haben und eben auch sozusagen, wie sich das Zusammenleben gestaltet.
wie setzt du die Forschungsarbeit um? Welche Methoden nutzt du? In dem Teilprojekt Bewohnerschaft und Migration innerhalb des größeren Projekts gucken wir eben sozusagen auf die Perspektiven der unterschiedlichen BewohnerInnengruppen. Dazu haben wir quantitative und qualitative Forschungsanteile. Wir führen in Schwerin eine größere Bewohnerumfrage durch und haben außerdem noch qualitative Interviews geplant. Wie gestaltet sich die Forschungspraxis unter Corona-Bedingungen? Durch Corona mussten wir tatsächlich relativ viel umplanen. Wir hatten ursprünglich Fokusgruppeninterviews mit unterschiedlichen Bewohnerinnengruppen geplant. Die konnten wir dann nicht durchführen. Die waren eigentlich für April letzten Jahres geplant. Das heißt, wir hatten alles fertig geplant und dann kam sozusagen die Pandemie und wir mussten das relativ kurzfristig stoppen. Auch die Umfrage hatten wir eigentlich in einem Face-to-Face-Modus geplant. Das heißt, wir hatten tatsächlich geplant, wir fahren dort mit mehreren Leuten hin, gehen von Tür zu Tür und befragen die Leute. Das war jetzt nicht möglich. Wir haben uns jetzt schließlich dafür entschieden, die Umfrage postalisch durchzuführen und eben die Fokusgruppeninterviews, also den qualitativen Teil der Untersuchung, durch Einzelinterviews abzudecken. Welche Forschungsergebnisse sind zu erwarten? Also zum einen erhoffen wir uns natürlich, wie unsere Forschungsfragen auch sozusagen, worauf die abzielen, Erkenntnisse darüber, wie die Personen sozusagen das Quartier nutzen, welche Nutzungsbedarfe vielleicht auch noch nicht gedeckt werden. Das sind Forschungsfragen, die auch stark an die Stadtentwicklungsdiskussionen innerhalb der Städte anknüpfen und eben durch die kommunalen Partner dort auch eng angebunden sind. Speziell in unserem PIPE-Projekt fragen wir uns darüber hinaus natürlich auch noch, welche Konflikte, welche neuen Arten von Kontakten kommen in den Stadtvierteln zustande zwischen verschiedenen BewohnerInnengruppen. Und ein Ergebnis, was da vielleicht anschlussfähig ist, ist aus einem gerade abgeschlossenen Forschungsprojekt, was wir unter anderem in einer Großwohnsiedlung in Dresden durchgeführt haben, wo wir zum Beispiel mit geflüchteten Bewohnerinnen gesprochen haben und gefragt haben, was das Zusammenleben in der Nachbarschaft für sie ausmacht. Und da war eine Erkenntnis, dass sie sozusagen oft von so einer Spannung berichten. Also zum einen von Angeboten, lokalen Angeboten durch Sozialträger oder in der Jugendarbeit, die es sehr gut geschafft haben, Räume zu öffnen, Angebote zu schaffen, zum Beispiel mehrsprachige Angebote, wo sie sehr viele Ressourcen bekommen haben, was Informationen oder Netzwerke angeht. Und auf der anderen Seite uns zum einen Geflüchtete, aber auch zum Beispiel zivilgesellschaftliche Akteure oder Sozialarbeiterinnen davon berichten, dass sonst die Nutzung des öffentlichen Raums für Geflüchtete oft sehr konfliktbehaftet und auch angstbehaftet ist, also weil es zum Beispiel rassistische Angriffe im öffentlichen Raum gibt und diese Spannung eben sozusagen dieses Herausbilden des neuen Ankunftsquartiers sehr stark prägt.